Willkommen zurück hier bei Skyward Sword HD. Wir haben heute so einiges vor uns und beginnen tun wir hier beim Trankladen. Hör gut zu, mein Lieber. Ich habe ein neues Rezept fertiggestellt. Ich nenne dieses Wundergebräu den Ausdauertrank. Na, klingt das nicht einfach großartig? Wenn du diesen Trank zu dir nimmst, verringert sich deine Ausdaueranzeige für eine gewisse Zeit langsamer. Zugegeben, dieser Trank ist ein wenig teuer, aber dafür einfach unglaublich praktisch, das musst du zugeben. Stell dich wie immer davor und sprich mich an. War der noch... Konnten wir den noch nicht kaufen? Das ist mein Ausdauertrank. 50, ja gut, 50 Rubine sind jetzt in Ordnung. Aber... Ich wollte erstmal hier hinten noch etwas austesten. Was passiert, wenn man sich hier vorstellt? Kann man nicht? Okay, ich dachte, man nimmt sich dann einfach Suppe raus. Und sie meint dann so zu einem, oh, was soll das? Das muss sie jetzt aber bezahlen. Oder irgendwie sowas. Das ist halt so, keine Ahnung. Das ist halt so ein verstecktes Dingen quasi ist. Weil, wenn man mit ihr redet, sagt sie einfach nur, ja, schmeckt wieder wunderbar und so. Aber ich glaube, der Stand da hinten ist nicht wirklich für was gut. Ja, ich denke, dann werden wir mal hier Ausdauertrank nehmen. Trinke ihn und deine Ausdaueranzeige leert sich langsamer. Die Wirkung einer Flasche hält 3 Minuten an. Vielen Dank. Ja, und verfeinern, da sagst du was. Genau, das werden wir jetzt versuchen. Und zwar hier den. Was kriegt man da raus? Die Ausdaueranzeige nimmt für eine gewisse Zeit lang nicht ab. Das wollte ich hören. Das werden wir jetzt machen. Und ich finde es auch nice, dass ich mir das leisten kann. Dann werde ich den Trank jetzt verfeinern. Jo. So soll's sein. Alles klar. Und fertig. Hier bitte sehr. Mega geil. Damit können wir dann durch Treibsand sprinten oder irgendwas machen, weiß ich noch nicht, was genau wir damit machen werden. Aber in der Wüste habe ich mir so gedacht, das wäre eigentlich ganz geil, wenn man so einen Ausdauertrank hätte, durch den die Ausdaueranzeige nicht abnimmt. So, was auch immer. Kann echt sein, dass wir ihn nicht mehr brauchen, aber gut, dann ist es halt so. So, was hast du für uns? Ich hab da so ein Gerücht gehört. Nachts erklingt beim Wohnheim der Ritterschule die Stimme einer Frau. Ich mag so aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschichten treiben mir einen Angstschweiß auf die Stirn. Hä? Ich glaube, ich weiß, welche Quest das ist und die ist so witzig. Gut, sprechen wir erstmal mit dir. Willkommen im Itemlager. Sag mal, willst du es nutzen? Ja klar, sonst wäre ich nicht hier. So, und zwar werden wir die Rubinmedaille hier einlagern. Und die kleine Dekotasche. Ja gut, Moment mal. Ich wollte hier jetzt schon noch die Dekotasche austauschen, ne? So, weil da ist nämlich eins drin. Also einen Kern und es ist auf jeden Fall besser als keiner. Also nehmen wir die einfach mit. Schauen wir mal bei ihm hier vorbei. Ich habe nämlich auch... Achso, ja, stimmt. Ja. Moment. Ich habe nämlich auch hier was gesammelt. Und zwar war ich im Wald und die gibt es echt so oft im Wald, die Bienen. Dekobiene, ein Waldinsekt, das schmerzhaft stechen kann. Sei vorsichtig, falls du ein Bienennest findest. Ja, wenn man sich dem nähert, greifen die einen an. Und dann dachte ich mir so, ja gut, greife ich halt direkt zu. Und da habe ich auch hier die Bienenlarven direkt genommen. Ich glaube, ich habe 3 Nester gefunden. Aus einem kamen keine Bienenlarven. Eins ist runtergefallen, ist schon da bei der Stelle, wo man über das Seil gehen muss. Irgendwie einer anderen Stelle noch da in der Nähe von dem Dungeon auf jeden Fall. Ja gut,
Eine nahrhafte Proteinquelle, die aus einem Bienenstock stammt. Acht in Wäldern auf Bienenstöcke in Baumwipfeln. Ganz genau daher habe ich den nämlich. So. Und damit können wir jetzt, denke ich, auch ein, zwei Items verbessern. Ich weiß nicht, wie viele. Doch, hier, den... Käfer. Toll. Ja. Gut, ist ein bisschen unlucky, dass ich da jetzt nicht genug Bienenlarven für habe. Das hätte ich vielleicht noch off-cam machen sollen. Scheiße. Das ärgert mich jetzt. So, ich bin fertig. Und wir haben das Meisterfängernetz erhalten. Dein Netz ist nun doppelt so groß wie zuvor. Damit sollst du selbst die schnellsten Insekten erwischen. Ja, das ist ziemlich geil. Und dann schauen wir nochmal, was das kostet. Ja, muss ich mich auch nochmal auf Cam dran setzen. Hallo? B, zurück. Dankeschön. Schmuckschädel haben wir keine mehr. What the f... Okay. Finsterhalbmonde. Ja, genau. Finsterhalbmonde. Ich glaube, die kann man nur während der Prüfung finden. Und ich denke, die Prüfung kann man auch nicht wiederholen. Zumindest nicht bis zum Ende des Spiels. Also sollten wir darauf achten, dass wir die immer schön einsammeln. Und was ich hier mit dem Käfer mache, muss ich mal schauen. Ich meine, wir haben eine Stunde Zeit. Heißt, ich denke, ich werde jetzt direkt zum Wald gehen. Nochmal welche holen. Also Bienenlarven. Werde ich direkt nochmal welche holen. Und dann können wir es auch schön upgraden. Ich meine, es wird so langsam mal Zeit. So. Und in Terrys Laden möchte ich jetzt auch nochmal. Denn, ihr habt schon gesehen unten, da waren ein Arsch voll Rubine in der Geldbörse. Und das kommt, weil ich einem Kumpel mal die Insel zeigen wollte, weil ich die so geil finde und den Typen auch, weil der einfach so witzig ist. Und da habe ich ein bisschen reingelackt und 500 Rubine direkt abgesahnt. Also können wir hier jetzt schon shoppen gehen. Allerdings kostet die 1200. Das ist mir noch zu teuer. Lebenskraftmedaille. Nee. Ich denke, ich werde erstmal dieses hier kaufen. Sie zeigt Ihnen an, wo sich Insekten befinden. Genau. Das werde ich kaufen. Einfach nur, weil es mir gerade am meisten nützt. Gerade halt off-cam. Wenn ich irgendwie was nachholen muss. Was auch immer, wenn wir irgendwie Insekten halt brauchen. Wird das hier auch oben angezeigt? Insektenaura. Ach, einfach nur Insektenaura? Warum? Hm. Ja gut, ist aber schon gut genug, denke ich. Weil, wenn man irgendwie in der Wüste ist, wird man sich schon so denken, ja, da sind Sandzikaden oder hier werden jetzt Schmetterlinge sein. Ja, das ist ziemlich klar. Und? Da ich letztens das gesehen habe, dass es hier auch im Wolkenhort die Statuen gibt, wollte ich das jetzt mal testen. Aber anscheinend ist das hier nicht. Und hier ist auch keine Wand. Okay. Das ist komisch. Hm, na gut. Was soll's. Aber Moment mal, da kam gerade ein 5er-Rubin. Ich hab doch die Rubin... Ja, die Rubin-Medaille ist eingelagert. Okay.
Komisch. Was soll's? Auf in den Wald. Stimmt, wir müssen da ja sowieso hin, ne? Ja. Okay. Okay. Ja gut, dann machen wir erstmal Story weiter. Dann werde ich jetzt hier die Bienenlarven sammeln. Und dann werden wir nach dem Dungeon den Käfer upgraden. Alles klar. Und diese Vögel hier mit dem roten Rubin, das ist ein lustiges Minigame, wenn man hier unterwegs ist, aber wirklich bringt tut das nichts. Weil wir haben ja jetzt die Roulette-Insel, wo wir richtig fett was absahnen können. Oder wenn man halt gar nichts mehr in der Börse hat, dann kann man sich da eben Rubine abholen und dann kann man zur Roulette-Insel nochmal gehen. Ja. Wir gehen... Ich glaube sogar zur Aussichtsplattform. Ich glaube, das ist ganz geil. Dann kann ich euch da nämlich nochmal zeigen, was da so los ist. Denn es hat sich ein bisschen was verändert an der Stelle. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ist zwar echt nichts Großartiges, also mir ist zwar nur das aufgefallen, es kann auch sein, dass sich da noch mehr verändert hat. Aber mir ist halt nur das aufgefallen und dennoch möchte ich euch das nicht vorenthalten. So. Und hier kommen jetzt die ganzen Viecher an. Die kann man sich alle snacken und hat dann 15, glaube ich, waren es jetzt. 15 Dekobienen dazu bekommen. Na komm her. Okay. So, und da haben wir auch schon direkt Bienenlarven. Was war das? Waren das Dekokerne? Ja gut, können wir drauf verzichten, denke ich. Und, genau, man muss ab jetzt hierher gehen. Oh, nice, ein Glibber. Man muss ab jetzt hierher gehen. Ey, sag mal... So. So. Kann ich jetzt endlich ausreden. Man muss hierher gehen, weil hier fehlt halt das Seil. Deswegen man da nicht mehr rüberkommt. Und da mir beim letzten Mal Offcam das Ding runtergefallen ist, weil mich die Bienen gestochen haben, grabbel ich mir das jetzt hier so. Und werf's hier runter. Hab ich schon eingesammelt? Die Bienenlarven? Ja, okay. Und wir haben jetzt insgesamt 85 Bienen. Also echt... kein Stress mit den Bienen, die zu bekommen. Wenn man die braucht, kann man hier in den Wald und hat mit einem Durchlauf mehr als genug. Gerade weil hier halt drei Nester sind. So, den machen wir mal kurz weg. Scheiße. So. Und... man aus den drei Nestern so viele Bienen rausbekommt. Gerade weil da ja auch zweimal welche rauskommen. Ups. So. Oh nein. Kommen da doch jedes Mal Bienenlarven raus. Nur ich habe die nicht eingesammelt oder übersehen oder was auch immer. Oh Gott, das ist natürlich sehr ärgerlich. Naja gut, by the way, ich habe in dem einen Part, wo ich da die Artefakte beim Baum eingesammelt habe,
oder hochgeschickt habe, was auch immer. Da habe ich bemerkt beim Schneiden, dass dort ein Artefakt der Göttin war. Quatsch, nein, nein, kein Artefakt. Geschenk, ein Geschenk der Göttin. Halt dieses Item zum Vercraften. Und ich habe das einfach nicht eingesammelt. Diese Dinger erscheinen immer an den Orten, wo normalerweise ja, diese Bernstein-Halbmonde halt spawnen. Und das lag da einfach oben auf dem Baum und ich hab's nicht eingesammelt. Das war aus dem Grund, weil ich da gerade sehr in, nicht vertieft, nicht in die Artefakte vertieft, sondern ich war auf die fokussiert, auf die Artefakte. Und deswegen hab ich das dann da nicht mitbekommen, dass da so ein Geschenk der Göttin lag. Sorry dafür, ihr werdet euch wahrscheinlich so gedacht haben, nein, was tust du? Sammel das ein, du Vollidiot! Und ja, da muss ich euch auf jeden Fall recht geben. Das war uncool. War kacke, aber ich habe mich dann nochmal off-cam. Da ist ein weiteres. Jetzt achte ich aber drauf, Leute. Jetzt achte ich drauf. Hier. An dieser Stelle würde normalerweise ein Bernsteinhalbmond liegen. Hier liegt jetzt allerdings ein Geschenk der Göttin. Und was ich gerade sagen wollte, ich habe mich off-cam nochmal auf die Suche begeben, um ein Geschenk der Göttin einzusammeln. Hier habe ich das gefunden, an dem Platz. Ja gut, hier ist jetzt nichts. Noch nicht mal ein Bernsteinhalbmond. An dem Platz habe ich das gefunden, unter dem Baum hier. Weil ich dachte mir halt so, ja gut, ich muss jetzt das irgendwie kompensieren. Weil wir eigentlich zwei gehabt hätten. Und damit uns das nicht hinterher irgendwie in die Quere kommt bei irgendwas, habe ich das dann nochmal versucht, Offcam einzusammeln und war auch erfolgreich. So, zwei Federn, eine blaue Feder. Das ist auf jeden Fall geil. Und ich bin gerade am Überlegen. Ja, komm. Gehen wir einfach darunter. Ich könnte natürlich nochmal zum Wolkenhort und dann von dort aus die Statue anwählen, die wir zuletzt hatten. Das wollte ich eigentlich auch erst machen, aber dann ist es halt anders gekommen mit den ganzen Aufgaben, die wir noch zu erledigen haben. Apropos Aufgaben, ich hoffe, ich merke mir, dass wir da noch diese Quest da erledigen müssen. Mit der Ritterschule. Von der Mann gesprochen hat, eben. Bei dem Suppenstand. Aber ich denke, es wird kein Problem sein. Weil man wird da meines Wissens nach auch angesprochen. Wenn man da herläuft an der Stelle. Und ich finde es übrigens auch witzig, was ich eben nicht gesagt habe. Das habe ich mir einfach nur so gedacht. Weiß gar nicht, warum ich es nicht gesagt habe. Ist aber auch egal. Der Typ meint so, ja, da ertönt eine Stimme einer Frau. Oh, voll gruselig. Hä? Okay. Ist jetzt irgendwie so eine geisterhafte Stimme oder so. Na gut, aber er spricht einfach nur von der Stimme einer Frau. Oh, da spricht eine Frau. Oh, wie gruselig. Also, what the hell? Weißt du? Denke ich mal einfach nur, hä? Okay. So. Ist da unten was? Nein. Ich dachte, da wäre ein Stein, den man aufsprengen kann, aber es ist nur eine Koralle. So, jetzt sind wir wieder hier. Und von hier aus
können wir dann auch weitermachen. Ist da oben noch was? Nö. Nur hier diese Herzblume. Na gut. Dann geht's weiter. Sagen die irgendwas Nützliches? Es war hier friedlich und ruhig und dann kam ein Mensch. Jetzt treiben riesige Fische hier ihr Unwesen. Nicht mal sein Mittagsschläfchen kann man mehr halten. Okay, sorry, Bro. Nein, ich will doch schwimmen, einfach nur. Gut. So, hier geht's lang. Nee, sorry, Leute. Ich hab Schiss, dass ich... Ich hab die ganze Zeit Schiss, dass ich irgendwas verpasse. Gut, da ist nichts. Ich hab halt Schiss, dass ich irgendwas verpasse, wo ich mir dann so denke, ja, gut, das muss ich jetzt wieder nachholen. Super, ganz toll. Dass man hier diese hässliche Schraube so oft benutzen muss. Was zum Teufel? Ah, nicht dieser Fisch. Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig. Ein Schwert kann ich nicht benutzen, oder? Moment. Der hat so ein richtig fettes X einfach auf der Stirn. Aha, Vollidiot. Hä? Einfach kaputt gekloppt. Großartig! Kein Zweifel, du musst der Auserwählte der Göttin sein. Ja, wow, ich habe die Schraube angesetzt. Hätte der Wasserdrache das nicht auch machen können? Und Moment mal, was war das denn? Aber ist doch nicht das Tor zum Boss, oder? Weil das wäre auch mal interessant, wenn das Tor zum Boss einfach direkt am Anfang ist. Und man muss quasi durch den ganzen Dungeon sonst erst durchspielen. Aber nein. Ich glaube, so ist es nicht. Weil ich meine, es war schon mal in einem Zelda-Game so, dass das Tor zum Boss einfach direkt am... hallo? Ah, okay. Direkt am Anfang war und man musste durch den ganzen Dungeon dann durchgehen und sonst ist das Tor ja eigentlich immer am Ende. Fand ich auch mal interessant. Endlich da. Weil da hat man sich dann so gedacht, ey, Moment mal, hier ist schon das Boss-Tor? Ja, war cool. Gleich sind wir beim Wasserdrachen, bitte warte einen Moment. Alles klar. Das Ding hat sich gar nicht mitgedreht, ey. What the hell? Hier entlang. Oder ist das einfach nur... Da hat sich das Innere gedreht und das Äußere war halt nur so ein Schlitz, dass man da... Dass er da seine... seinen Korallenkopf reinstecken kann. Da hinten ist ein Bernsteinhalbmond, habe ich direkt gesehen. Und da unten auch. What the hell? Dass es hier so viele Bernsteinhalbmonde gibt. Was zum Teufel? Die sind doch nicht nur zum Verkraften, die Bernsteinhalbmonde. Das ist doch bestimmt auch für, ja, zum Verkauf auch einfach gedacht. Oder? Wie viele haben wir jetzt? 50? Ne, 33. Ja, aber so viele kann man doch unmöglich verkraften. Okay. Wir schauen uns erstmal hier um. Auf ganz entspannt. Lassen den Wasserdrachen erstmal warten. Hier können wir direkt schon weiter. Okay. Nützt uns das irgendwas? Nee, ne? Okay.
Da kommen wir zum Wald zurück. Dass man hier schon her kann, ey. Okay. Hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn hier keine Statue gewesen wäre. Boing. Monsterklaue, wunderbar. Brauchen wir. Zeichnest du ein Symbol der Liebe an eine der mysteriösen Wände, wird es dir bestimmt besser gehen. Ja. Dann droppen anscheinend Herzen. Aber ich würde trotzdem immer die Feen nehmen. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Ich vermute, dass wir uns im Südwesten des Waldes von Faron befinden. Bitte bestätige dies mit Hilfe der Karte. Ja, anscheinend. Und zack. Nice. Und da steht schon wieder so ein Fettsack rum. Wie viele Fettsäcke hier in letzter Zeit sind, ey. Holy shit. Ja gut, gehen wir wieder zurück. Hä, ist ja auch noch eine Statue? Nein. Ist hier unten was zu entdecken? Oh, ein blauer Rubin ist hier. Ja gut, aber ich denke, wir sollten dann mal wieder zum Wasserdrachen zurück. Und uns mal anhören, was der so zu sagen hat. Teilt sich dann dahinter der Wasserfall und können wir in den Dungeon rein? Sieht zumindest so aus. Ist unfassbar, wie wenig Erinnerungen ich hier noch von habe. So, von den ersten drei Dungeons, da habe ich mir noch so gedacht, ja, okay, kommt mir bekannt vor hier. Aber das hier, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und das ist der Wasserdrache, oder was? Faron. Was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Sag, wie bist du eigentlich überhaupt hierher gekommen? Ich hab mich verlaufen. Sag mal, bist du der Wasserdrache oder was? Ich bin in der Tat der Wasserdrache Faron und behüte im Auftrag der Göttin dieses Land. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Nur der von der Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt? Aber die Schuppe allein reicht nicht, um hierher zu finden. So, der Kyo-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Link, sag ihm das doch nicht. Aber gut. Du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Habe ich vergessen, Bro. Sorry. Unverschämtes Menschenkind. Aber ich muss zugeben, du hast Mut, so mit mir zu reden. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich auserwählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahim, hat mir eine Wunde zugefügt. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen. Aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Menschenkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Nö. Du bist letzten Endes eben doch nur ein Mensch. Ja, komm. Ich habe das verbliebene Wasser analysiert. Es kann nun mit der Aurasuche aufgespürt werden. Okay. Gebieter, du besitzt keine Möglichkeit, das Wasser zu transportieren. Wir benötigen ein Gefäß. Folge diesem Weg in den Wald von Faron. Nun beeil dich. Ich warte nicht gern. Gibt er uns keine Flasche?
Ja gut. Dann werde ich wohl irgendwas wegwerfen müssen. Okay, da müssen wir her. Das habe ich mir schon gedacht. So. Dann gehen wir mal. Und schauen uns mal hier den Wasserfall an. Bevor er da irgendwas zu sagt. Ja. Tatsächlich. Da ist das Tor. Wir können da nicht her. Okay. Na gut, na gut, na gut. Dann folgen wir eben hier dem Weg. Ach komm. Scheiß Bewegungssteuerung hier. Alles klar. Dann geht's wohl hier lang. Und dann bin ich mal gespannt, wo sich das findet, das Wasser. Moment mal. Hier gibt's doch noch eine Stelle. Ich wusste, hier gibt's noch irgendwo eine Stelle, die man aufsprengen kann. Aber ich wusste halt überhaupt nicht mehr wo. Mit einem Herzteil. Du hast ein Herzteil erhalten. Nur noch 2 Stück. Okay. Nice. Hier lang? Ja, doch, da drüben. Drüben geht's her. Bitte nicht in den Baum. Da habe ich keinen Bock drauf. Müssen wir zum Dungeon zurück oder was? Oh Link, bitte stell dich jetzt nicht so an. Dankeschön. Okay. Wir müssen anscheinend echt zum Dungeon. Ich frag mich, wo das Wasser sein soll. Na, da geht's nicht her. Hier geht's lang. So. Aua. Scheiß Drecksau. So. Wunderbar. Ich frage mich, wie viele Insekten man mitnehmen kann. Ja, ich wollte auch 99 raten. Und genau so ist es. So. Dass wir keinen scheiß Schmuckschädel gedroppt bekommen. Die Leine. Sind wir in den Dungeon rein? Oh Gott, ey. Wo ist das hässliche Wasser, Alter? Ja, alles klar. Sich hier wenigstens was verändert. Aus dem Inneren des Tempels spüre ich die Aura heiligen Wassers, aber du kannst die Aurasuche hier nicht einsetzen. Aufgrund der Stärke der Aura vermute ich, dass sich das Wasser sehr tief im Tempel befindet. Ich empfehle, den mit X markierten Punkt zur Orientierung zu nutzen und in das Innere des Tempels vorzustoßen. Ich spüre noch mehr bösartige Wesen an diesem Ort als bei deinem ersten Besuch. Wie der jetzt einfach recycelt wird, der Dungeon. Ist das mit jedem Dungeon so?
Nice. Oh, moin. Moment, dich habe ich doch schon am Vulkan getroffen. Suchst du ja auch nach Schätzen? Nö. Brauchst gar nicht so zu tun. Ich kann an deinem Gesicht sehen, dass du auf Schätze aus bist. Keine Schätze, ich will Wasser. Bist du auch wegen der Geschichte dieses Felsentyps hier? Du meinst den Goron? Ich werde den Schatz zuerst finden. Oh. Da hast du aber was in deinem Loch vergessen, du Idiot. Besonders viel können tust du aber nicht. So. Ja, okay, vielleicht geht das auch nur manchmal mit dem Triforce. Oder ich hab's falsch gemacht, keine Ahnung. Aber ich dachte eigentlich, dass... Scheiße. Dass wenn man Triforce zeichnet, dass man dann Feen bekommt. Ach, komm schon. Nein. So, zack. Moment mal, wo bin ich? Muss ich hier lang? Ja? Zum... Ah ja, okay, gut. Nein. Ist mir garantiert nicht auf Eier. Wir gehen schön hier lang. An den Viechern da vorbei. Ist schon wieder verschlossen. Das kann's doch nicht sein. So, down. Nee, kannst du dir stecken, Alter. So. Ach, hier. Schauen wir mal hier. Schauen wir einfach mal hier. Und... Verflucht, der ganze Ärger. Diesen Monstern den Schlüssel abzuknöpfen. Umsonst. Ich habe ihn in einem Loch versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Egal, der Schatz, hinter dem ich her bin, ist mehr wert als irgend so ein Schlüssel. Das dachte ich mir schon, dass der Schlüssel in so einem Loch versteckt ist. Okay, wunderbar. Ja, aber bestimmt nicht, oder? Nö. Obwohl... Okay. Der auch sein können, dass man öfter graben muss. Aha. Gut. Das habe ich mir schon gedacht, dass der im Nebenraum ist. Na, los. Mann, Link, schneid die Scheiße kaputt. Wie ist man da nochmal rübergekommen? Ach ja. Idiot. Okay, okay. Ist ja schon gut. Oh, dein Ernst jetzt?
Mann, Link. Muss er sich so dumm anstellen bei jedem Scheiß? Okay. Hau ab, Drecksvieh. Reicht jetzt auch irgendwann, ne? Na, komm schon. So, down. Was zum... Das ist nicht hier? War mir echt sicher, dass da ist das Loch. Aber das ist schon hier in dem Bereich, ne? Kann ich was für dich tun? Was mit dem Schlüssel, Bro? Weiß noch, dass ich den Schlüssel vergraben habe. War das nur in diesem Raum wohl nicht? Hast du vielleicht eine Karte? Ja. Was ist jetzt mit dem Schlüssel? Hallo? Okay, in diesem Raum nicht. Aber am Anfang auch nicht, oder? Dann muss das ja hier sein. Oder ist das in einem kleinen Raum? Kann ja eigentlich nicht sein, weil in einem kleinen Raum kommt man noch gar nicht mal rein. Oder? Oder doch? Aua. Da kommt man doch rein. Ach komm. Dachte halt, man kommt hier nicht mehr rein in den Raum. Ist es jetzt hier wenigstens? Ja? Jawohl, schön. Wunderbar. Alles klar. Gut, ein bisschen gestruggelt, aber ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, komm, mit dem brauchen wir uns nicht abgeben. Auf den habe ich jetzt keinen Bock. Das Dingen da schon wieder zu? Nö, oder wird es jetzt zugesperrt? Nein. Alles klar. Ist eine Bombe? Ja. Da drüben. Nein, ihr scheiß Drecksäue. So. Wunderbar. Also da wäre uns der Flinkkäfer dann doch echt...
gut gekommen. Das darf nicht wahr sein. Und dafür habe ich jetzt den ganzen langen Weg auf mich genommen. Hier muss schon... Ach Mann, ey. Hier muss schon einer alles leergeräumt haben. Es ist nichts mehr da, nur noch Wasser. Wer braucht das denn? Ja, ich... Ich gehe heim, man sieht sich. Ja, bis dann. So. Was ist Link? Was gibt's? Okay. Drei Stahlfossritter. Und man kann übrigens doch ausweichen, nur nicht mit B, sondern mit A. Aua, Bullshit. Ja, hab ihn fast. Oh Scheiße, ich kann nicht mal ausweichen. Okay. Ja, fast. Und down. Das war nice. Muss ich schon sagen. Bomben. Herz. Herz. Ja, okay. Moment. Ich habe eine Idee. Um uns Zeit zu sparen. Wohl bekommt's. Und gleich kriegen wir eine Flasche. Pass mal auf. Gut, aber wäre auch nicht so schlimm. Erstmal kostet der Trank nur 20 Rubin und außerdem brauche ich den, glaube ich, auch nicht wirklich. Ich spüre heiliges Wasser in der Nähe. Es gibt keine Störungen durch Auren von Kreaturen. Daher ist die Aurasuche verfügbar. Na toll, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass es hier ist. Du hast Wasser erhalten. Nein. Dann brauche ich sie doch, die Aurasuche. Weil ich scheiße bin. Was ist das denn Ekelhaftes? Hä? Was ist das hier für eine Scheiße? Ihr Drecksäue, das kann's doch wohl nicht sein. Ah, tatsächlich. Habe ich mir schon gedacht, dass es hier ist, weil ich meine, da sind auch Feen. Ganz ehrlich. Ist egal. War zwar eine gute Idee von mir. Aber wenn wir eine Fee bekommen können, dann nehmen wir natürlich die Fee. Du hast heiliges Wasser erhalten. Dieses reine Wasser hat die Kraft, den Wasserdrachen zu heilen. Diese Kraft ist in keinem normalen Wasser zu finden. Ach wirklich? Mit dem Wasser kannst du jetzt zum Wasserdrachen zurück. Okay, wir werden zumindest hierher gebracht. Das ist schon mal was. Und ich denke, dann werde ich mal die Schnellreise benutzen. Ins Wolkenmeer zurückkehren. Und dann wieder in den Wald von Faron. Aber wenn wir hier einmal oben sind, dann kann ich auch direkt den Käfer upgraden gehen. Dauert ja nicht lang. Einfach kurz hier rüberfliegen. Und dann das Ding upgraden.
Holy shit, was ist das denn? Was zum Teufel, Mann. Okay. Jo. Doroko. Es geht. Ey, wie geht's meinem Trappo? Oh, du kommst etwa, weil du Arbeit für mich hast? Ja. Ich find's schön, dass die Charaktere auch alle immer mal wieder eine neue Voiceline haben. Finde ich sehr geil. Jawohl. Aber es kann nicht rückgängig gemacht werden. Juckt. So, ich bin fertig. Hier, bitteschön. Du hast den Flinkkäfer erhalten. Er ist um einige schneller als ein alter Käfer, aber pass auf, dass du damit die Kurve kriegst. Du kannst nochmal verbessern, und zwar Kraft. Die Flugzeit deines Käfers wird verlängert. Werden wir auch noch machen. Dreimal Geschenk der Göttin, ey, holy shit. Nice. Werden wir auch noch machen, aber... ja, Äonenblume halt, ne? Geht nicht. Leider. Ich habe auch keine beschissenen Schmuckschädel bekommen. Was soll der Kack? Naja. Muss ich was einlagern gehen? Nö, ich denke nicht. Ich denke nicht. Na, wobei, komm. Ich brauche die Insektenmedaille nicht. Deswegen werde ich sie jetzt einlagern. Und werde mich dann sehr freuen, wenn wir hinterher irgendwie noch eine Deko-Tasche oder was auch immer, irgendwie sowas finden werden. So. Wo geht's jetzt zum Wald? Da hinten. Ja, okay. Hab gerade überlegt, da die diesen Speedfelsen zu benutzen, aber das wäre, glaube ich, echt ein fetter Augenblick. So. Ich finde es übrigens schade, dass es nicht mehr Speedfelsen gibt. Ist das schon das beim Wasserdrachen oder wie? Also muss man die Statue tatsächlich benutzen, damit sie freigeschaltet wird, oder wie sehe ich das? Uff. Ja, das ist shit. Ich glaube, dann habe ich nämlich schon einige verpasst. Und ich weiß nicht, ob das so zu den 100% zählt. Also ob das irgendwie relevant ist. Aua. Ich denke, ich werde das einfach hinterher mit der, mit irgendeinem Walkthrough vergleichen. Was ist das? Ach so, mein Ausdauertrank. Ja, okay. So. Okay. Jetzt ist es wieder normal. Was ist das da drüben? Ah.
Ich wollte noch irgendwas machen. Ach so, ja. Hier, es gibt hier keine Statue. Die habe ich mir nur eingebildet. Ups. Okay. Ja, my bad, ne? Dann, sorry. Dann war es nur irgendwie Einbildung. Was auch immer. Oh, das ist ohne jeden Zweifel heiliges Wasser. Schnell, schütte es in meinen Behälter. Jo, bitte. Ja, natürlich. Ah, meine Kraft ist zurück. Sieh hin, dies ist meine wahre Gestalt. Vor dir steht der Wasserdrache Phyrone. Im Namen der Göttin, Hüterin dieses Landes. Du hast mir das heilige Wasser gebracht, Menschenkind. Mir scheint, es war nicht nur Zufall, dass du dir die Wasserdrachenschuppe verdient und die Prüfung der Göttin bestanden hast. Wie versprochen, werde ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen. Folge mir. Ja, hinterm Wasserfall, ne? Sieh! Schwinde, Wasser, schwinde! Alles klar, Bro. Alles klar. Hier findest du die heilige Flamme. Obwohl der Wasserfall diesen Eingang für viele Jahre versperrte, konnten sich dort trotzdem Kreaturen des Bösen einnisten. Jedoch sollte das für einen von der Göttin Auserwählten kein Hindernis sein. Ich bin sicher, dass wir uns beide wiedersehen werden, aber sei bitte dennoch vorsichtig. Bis bald. Ja, gut. Dann schreiten wir mal in den Dungeon, den uns der Wasserdrache freigelegt hat. Allerdings, das erst im nächsten Part. Wenn ihr da auch schon so heftig Bock drauf habt wie ich, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.